sei Dank sind wir heute hier in dieser Sendung. Muss ich Ihnen ehrlich sagen, ich habe nämlich die Nase voll von diesen einfachen, komischen, komplett überteuerten Sonnenbrillen. Endlich ist sie wieder da. Die richtig coole Sonnenbrille, die nicht nur richtig cool aussieht, sondern die gleich auch noch für richtig schicke Videos sorgt. Sonnenbrille und Videos, Ralf, wie passt das zusammen? Ja, das ist ganz einfach. Hier ist eine HD-Kamera eingebaut und ich kann die Brille nicht nur als Sonnenbrille benutzen, denn Ersatzgläser sind auch dabei. Also auch, wenn es mal regnet, kann ich die Brille benutzen. Warum sollte ich das tun? Und das werde ich Ihnen jetzt zeigen. Und zwar, wenn wir hier mal genau in die Mitte schauen, sehen wir hier eine Linse. Und die macht es möglich, mit dieser Brille genau alles aufzunehmen, was deine Augen sehen. Die Bedienung kinderleicht, das dürfen wir wirklich sagen, weil hier haben wir gerade mal zwei Knöpfe. Einer ist zum Ein- und Ausschalten, der andere für den Aufnahmestart. Und jetzt kannst du alles filmen, was dir vor die Augen kommt, auf Knopfdruck. Ist natürlich beim Radfahren toll, beim Wandern, aber auch bei anderen Aktivitäten kannst du hier filmen. Und dann muss ich sagen, ist es noch eine sehr sportliche Sonnenbrille. Ich nehme jetzt mal wieder die Sonnenbrille und ziehe sie auf. Ja, ist sehr angenehm und leicht zu tragen. Und von der Handhabung. Jetzt drücke ich ja nur hier drauf und schon werden Sie jetzt gefilmt. Und das Schöne ist, ich muss nicht immer einen Sucher reinschauen, sondern ich weiß alles, was ich mit meinen Augen sehe, egal wie ich den Kopf drehe, wird jetzt gefilmt. Sehr, sehr flüssig in HD-Qualität, nämlich hier mit 30 Frames pro Sekunde, also wirklich ganz, ganz flüssige Bilder und mit Akku betrieben natürlich, das heißt bis zu 2 Stunden Aufnahmen. Was Sie noch brauchen, ist ganz einfach eine Micro-SD-Karte, die man einschiebt, bis 32 GB und dann können die Aufnahmen gleich starten. Ob Sie jetzt Radfahren, ganz normal oder Mountainbiken, Downhill oder dann auch mal im Winter, da braucht man ja auch beim Skifahren eine Sonnenbrille, denken wir einfach mal einen Schritt voraus, dann kannst du auch mal deine Abfahrt hier und zwar aus Pilotensicht filmen. Ich glaube, es gibt da ganz, ganz viele Anwendungen, wo man so eine Kamera, die man nicht in der Hand halten muss und auch so nicht bedienen muss, wo man die benötigen kann. Und da sehen wir auch, im Julian steht es auch ausgesprochen gut. Es ist eine schicke Sonnenbrille für Damen, genauso wie für Herren geeignet. Wenn ich bedenke, was du noch vor kurzer Zeit für ganz normale Sonnenbrillen bezahlt hast oder ganz normale Videokameras. Und da ist beides drin. Übrigens Sonnenbrille auch selbstverständlich UV-Schutz 400. Ja, da hast du beides, Kamera und Sonnenbrille für 28,45 Euro. Das ist für mich ein absolutes technisches Highlight, was man unbedingt mal haben muss. Immer mal filmen, wenn man es gerade für nötig hält und das einfach mit einem Knopfdruck. Das bekommen die anderen nicht mal mit. Gartenparty ist auch so ein schönes Beispiel. Ja, draußen scheint die Sonne und man möchte seine Partygäste einfach mal filmen. Und wenn ich eine Kamera in die Hand nehme, dann fängt jeder an zu winken oder Grimassen zu machen. Ich kenne das auch aus meiner Familie. Da kriegt man kein vernünftiges Bild hin. Aber wenn Sie nicht wissen, dass Sie gefilmt werden, dann ist das problemlos möglich. Und Sie sehen hier jetzt auch mit ganz normalem, das ist in dem Fall Fensterglas. Ja? Also ist das auch sehr unauffällig, aber trotzdem genauso effektiv. Und sitzt super leicht auf der Nase. Ich finde es wirklich klasse, denn Actioncam selbstverständlich, die gibt es. Die tragen Sie irgendwo hier und dann haben Sie aus der Perspektive irgendwas und müssen immer darauf achten, dass man im Endeffekt noch irgendwas Schickes daraus suchen kann aus den Aufnahmen. Hier filmen Sie das, was Sie sehen. Und viel zu oft sagt man doch, dass das schade ist, dass man gerade, wenn man zum Beispiel auch im Urlaub ist oder mal eine Radtour macht mit der Familie, die schönsten Momente immer nur durch die Smartphone-Linse sieht oder auf dem Smartphone-Display, weil man natürlich alles in Fotos, Videos und Erinnerungen festhalten möchte. Hier schlagen Sie gleich 2 Fliegen mit einer Klappe. Sie haben eine schicke Sonnenbrille auf, nehmen aber alles direkt hier über die Perspektive, über das, was Sie sehen, im perfekten Winkel auf und können das Smartphone getrost zu Hause lassen. Übrigens auch mit Mikrofon, also auch wenn man mal ein Konzert besucht. Also mittlerweile gibt es ja Leute, die sehen, wenn sie auf einem Konzert sind, sehen sie das Konzert nicht, weil sie ununterbrochen auf ihr Handy schauen, um das Konzert zu filmen, um es dann später als Film anzuschauen. Hier verpasse ich nichts, egal was ich tue. Ich sehe alles, ich muss nur dran denken, hier die Kamera einzuschalten und schon wird absolut alles gefilmt, mit Ton selbstverständlich. Und wenn ich mal irgendwo anders filmen will, muss ich nicht wieder in Sucher reinschauen, oh, wie ist die richtige Perspektive, sondern das, was meine Augen sehen, das
filmt meine Kamera. Und es ist auch noch relativ unauffällig. Das heißt, das bemerkt nicht gleich jeder, dass hier gefilmt wird. Selbstverständlich berücksichtigen wir bei den Filmaufnahmen die Persönlichkeitsrechte von anderen Personen. Das ist ja selbstredend, das machen wir alle. Aber die Möglichkeit, die finde ich so faszinierend. Vor allem für 28,45 Euro, wenn das jetzt 200 Euro kosten würde. Da würde ich ja sagen, ja, mein Gott, das ist natürlich was Nettes, aber ist schon teuer. Aber für 28,45 Euro bestellen Sie da gleich zwei für Partner und Partnerin. Machen Sie tolle Aufnahmen, lassen Sie das Smartphone und auch die Kamera zu Hause, weil Sie jetzt alles aufnehmen, was Sie sehen über Ihre HD-Kamera-Sonnenbrille. Ob das Radtouren sind, Geburtstage, wie der Ralf gesagt hat. Vielleicht auch andere Dinge, wie zum Beispiel ein Städtetrip oder ein schönes Domizil, das Sie mal am Wochenende besuchen. Und das hier zum Spitzenpreis, Ralf. Es gibt ja nicht nur hier die Sonnenbrillen-Edition, sondern die Fenstergläser. In klar gab es noch mit dazu, hast du gesagt. Genau. Was noch? Also die Schutzhülle noch, die hat auch einen Karabiner. Das kann ich mir also an Rucksack oder an Gürtel hängen und nur bei Bedarf dann rausholen. Ist vielleicht auch beim Skifahren toll. Natürlich ein Brillenputztuch und du siehst jeweils die Ersatzgläser. Also einmal Sonnenbrillengläser, UV-Schutz 400. Und wenn es regnet und ich möchte oder schlechtes Wetter ist und ich brauche nicht unbedingt eine Sonnenbrille, dann wechsle ich einfach die Gläser. Das ist ein Handgriff, das geht komplett unproblematisch. Was ich hier auch schön finde, ist, hier praktisch im Bügel ist der Akku, der für 2 Stunden Laufzeit sorgt, eingebaut. Der stört überhaupt nicht, auch nicht am Gewicht. Und hier ganz unten drin, für Sie fast unsichtbar, hier kommt die Speicherkarte, die Micro-SD-Karte rein. Und hier, das ist der Ladeanschluss, Ladekabel natürlich im Lieferumfang enthalten. Und wenn ich es dann aufgeladen habe, 2 Stunden Videoaufnahmen mit Bild und Ton in HD-Qualität, sehr, sehr flüssig. Also das ist für mich ein absolutes Highlight, diese Brille. Sie sieht schick und sportlich aus, sie ist im absolut modernen Design und sie hat natürlich dieses Gadget. Und schauen Sie noch mal genau hin, Sie wissen es jetzt, aber man sieht es trotzdem nicht. Hier oben in der Mitte, da ist die Linse eingebaut, die für beste Aufnahmequalität sorgt. Und schauen Sie mal, die sitzt auch super fest, das ist ganz wichtig. Die ist leicht, die ist fest, da verrutscht nichts. 28,45 Euro, Kamera, Mikrofon integriert und Sie nehmen alles auf, was Sie durch Ihre bezaubernden Augen sehen. Ist das nicht schön? Mit der Bestellnummer PX3634 und der 569, mit der UV-Schutzvariante als Sonnenbrille, aber auch mit den klaren Gläsern, mit dem passenden Etui, mit dem Brillenputztuch können Sie bezauberte Aufnahmen machen von Ihren nächsten Radtouren, aber natürlich auch von Städtetrips, von Geburtstagen und Co. 28,45 Euro, alles richtig gemacht. Wichtig ist aber, dass Sie natürlich auch ein Speichermedium haben, wo dann alles festgehalten wird. Ja, und hier haben wir genau die richtige Größe. Natürlich Class 10, also geeignet für diese Aufnahmen. 32 GB die Kapazität. Als Micro-SD-Karte, aber ein Adapter, dass ich sie auch als SD-Karte benutzen kann. Und da muss man sagen, der Preis ist unglaublich für Markenqualität. Früher hat man immer so Pi mal Daumen gesagt, 1 GB kostet 1 Euro. Ja, jetzt schau mal, jetzt sind wir bei 32 Gigabyte und der Preis, da kommt mir, siehst du, da muss ich, kommt gerade ein Klugsack bei diesem Preis, 9,45 Euro. Diese Karte kann man natürlich auch unabhängig von den Brillen bestellen, das ist klar, weil so eine Speicherkarte, die braucht man heute ja immer wieder für andere Kameras, für Stereoanlagen oder natürlich auch Smartphones, für Tablets und da ist die natürlich perfekt. Der Preis ist unglaublich günstig. 9,45 Euro unter der Bestellnummer ZX2274 und der 569 dürfen Sie sich natürlich gern eine, aber auch gleich 2 oder 3 Speicherkarten sichern. Entweder in Kombination zu Ihrer neuen Errungenschaft, Ihrer neuen super schicken Sonnen- bzw. Tagesbrille mit der integrierten HD-Kamera oder natürlich auch für das Smartphone zum Beispiel, gerne auch für den Camcorder und Co. Greifen Sie hier zu und dann wünschen wir Ihnen ganz, ganz viel Spaß mit der innovativen, super schönen Sonnenbrille, die endlich mal die Augen vom Smartphone wegrichtet, nämlich auf das Wesentliche, das, was gerade hier passiert. Und das sehen Sie nicht nur durch die Augen, sondern Sie nehmen es genau in dieser Perspektive nochmal auf, dass Sie sich in den Momenten, wo Sie einfach sagen, da wollen Sie nochmal zurückblicken, genau das Gleiche sehen, was Sie in diesem Moment gesehen und gespürt haben. Also gleich in die Leitung gehen und bestellen und dann wünschen wir Ihnen viel Spaß, gute Fahrt oder auch einen wunderbaren Urlaub, den Sie jetzt aufnehmen.